Okay, jetzt sind es so irgendwie zwei von diesen Katzenviechern. Aber die machen ja zum Glück nicht viel Schaden. Und Feuer tut ihnen ganz gut weh. Nicht Heilung, Feuer! So, das ging ja auch noch ganz gut vonstatten. Aber nichts gewonnen. Ja, jetzt gibt es ja nur noch zwei Fässer, also. Okay. Ich schätze, ich muss jetzt erstmal wieder warten. Guck's, Hilfe! Ja, da hätte ich jetzt das fast gebrauchen können. Dann soll sie mal weiterlaufen. Ich versuch's. Ja gut, komm hier hoch. Perfekt. Koks. Ja, Koks Eris. Hier entlang. Genau. Weil ich immer meinen Namen sagen muss, bevor ich was sage. Ja, lauf doch schneller, Mädel. Wir sind schließlich auf der Flucht. Aber hier geht's wohl nicht weiter, oder? Nee, das sieht mir nach der Sackgasse aus. Gut. Ja, wieder die Viecher, die sind ja Gott sei Dank so schön empfindlich gegen Blitze. Und einen Feuerzauber kriegen die auch noch ab. So, zwei Tränke. Gut. Können wir über einen dieser Balken rüber? Ja. Perfekt. Oh, ja, und wir springen von der Kirche. Garantiert nur. Was für eine winzige Kirche das ist. Puh, die suchen mich ja schon wieder. Soll das heißen, die sind nicht zum ersten Mal hinter dir her? Hm? Das waren Turks. Mhm. Die Turks sind ein Verband innerhalb von Shinra. Sie suchen mögliche Kandidaten für Soldier. Die suchen nur? So brutal wie die rangehen, dachte ich, die entführen uns. Nebenbei sind sie in eine Menge schmutziger Geschäfte verwickelt. Spionage, Mord, was man sich nur vorstellen kann. So sehen die auch aus. Aber warum sind sie hinter dir her? Das muss doch einen Grund haben. Nein, eigentlich nicht. Sie glauben wohl einfach, ich hätte das Zeug dazu, Soldier zu werden. Vielleicht stimmt das sogar. Möchtest du beitreten? Ich weiß nicht, aber diesen Leuten... aber diesen Leuten will ich ganz bestimmt nicht in die Hände fallen. Also dann, gehen wir. Was für eine winzige Kirche. Mal im Ernst. Hüpf, hüpf. Warte, ich hab gesagt, du sollst warten. Puh, uff. Nicht so schnell. Warte doch. Komisch. Ich dachte, du wärst genau die Richtige für Soldier. Ah, du bist wirklich schlimm. Ah, eine Romanze. Du, Koks, warst du mal ein Soldier? Früher mal. Wie kommst du darauf? Deine Augen, sie haben einen eigenartigen Glanz. Das ist das Zeichen derer, denen Marco eingeflößt wurde. Das Zeichen eines Soldiers. Aber wie konntest du das wissen? Ach, nur so. Nur so? Ja, nur so. Komm schon, lass uns gehen, Herr Leibwächter. Und weiter geht's über die Dächer der kleinen Wohnung. Na, hier müssen wir von irgendwo angesprungen kommen. Hüpf und hüpf. Puh, endlich geschafft. Und jetzt? Mein Haus ist da drüben. Beeil dich, bevor er kommt. Okay. Ihr Haus ist Speicherpunkt.
Nein, ihr Haus ist kein Speicherpunkt, aber speichern wir mal. Und zwar auf dem dritten Speicherblock. Nur zur Sicherheit. Gut. Ich schätze mal, geht's hier weiter. Sieht fast exakt gleich aus. B, wer so bist du? Pass auf, mit wie du mit mir sprichst. Ja, bla 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 bla. Und was hast du mir zu sagen? Oh, so ein Ärger. Willst du nochmal zum Laden in Sektor 6? Geht's wohl hier lang? Der Typ in dem Rohr ist sonderbar. Egal was man ihn fragt, er antwortet nur mit U oder A. Echt? Der Mann ist krank. Er muss in der Nähe ohnmächtig geworden sein und wurde von jemandem hergeschafft. Okay. Das macht Sinn. Hey, du! Ja, das macht Sinn. Das ist er. Willst du ihm nicht helfen? Hör mal, ich bin kein Arzt. Nein, wohl nicht. Oh, der Mann ist tätowiert. Ich glaube, er war die Zahl 2. Könnt ihr mich einfach einen Trank geben? Ist das dein Haus? Nein, ist das ein Laden? Egal, ob es Schrott ist oder Materia, hier in den Slums kannst du alles kriegen. Wir haben jede Menge Materia, schau dich gerne in Ruhe um. Na, was haben wir denn für... Ja, die kenne ich doch alle schon. Aber ich glaube, ich lege mir noch ein paar Heilmateria zu. Kann nicht schaden. Ich glaube, habe ich irgendwas zu verkaufen? Mal gucken. Äther, Spinnweben. Ja, Gegenmittel, Giftmüll. Ja, okay, den einen Bronzereif kann ich verkaufen. Aber ansonsten... Naja, dann gucken wir mal weiter. Was ich tue? Ich laufe einfach herum und gucke auf den Boden. Man kann viele Sachen finden, die Leute verloren haben, wenn man nach unten guckt. Die findest du nicht, wenn du nach oben schaust, stimmt's? Ja, das macht irgendwie Sinn. Du bist wahrscheinlich ein Medizinladen. Blitz, richtig, wir handeln hier nur gegen Gil. Na, was hast du? Ja, okay, ich habe noch ein Zelt. Bin ich eigentlich gut mit allem ausgestattet, also brauche ich nichts. Ist das hier Eres Haus? Alles, was Präsident Shinra sagt, ist gelogen. Andererseits kann man diesen Avalanche-Leuten, oder wie sie heißen, auch nicht trauen. Man kann es drehen und wenden, wie man will. Am Ende geht es doch nur darum, dass man so sein möchte wie die da oben. Also, wem glaube ich? Mir! Mich selber lüge ich nicht an. Das steht fest. Was hat Präsident Shinra zu sagen? Es folgen die Nachrichten. Durch den Terroranschlag einer Gruppe mit Namen Avalanche sind Teile von Midgar zeitweise ohne Stromversorgung. Dies wird jedoch schnellstmöglich behoben. Dem Beispiel von Präsident Shinra folgend, hat sich auch Bürgermeister Domino in aller Entschiedenheit gegen Avalanche ausgesprochen. Okay. Kann ich hier irgendwie lang? Ja. Yep. Na, was haben wir denn hier? Ein Jungen. Schnarch. Jetzt findet es keiner mehr. Ja. Obere und untere Lade. Okay. Ich glaube, wir können den Kleinen bestehlen. Verborgene Schublade zwischen den beiden Schubladen öffnen. 5 Gil. Ja, 5 Gil sind ja nix. Also. Die lassen wir ihm mal. Wir sind ja gute Menschen. Ich wette, irgendwann fehlen mir diese 5 Gil noch. Das weiß ich jetzt schon. Wow, wow. Aus dem Weg, bewegt euch. Wenn du was willst, geh in den Laden. Okay, ist das hier ein Laden oder wie?